ich grüße euch. Ich habe heute einen Tag für euch und da im Hintergrund sieht man meinen Hund. Das ist ganz selten, weil wenn ich am Boden sitze und er sitzt hinter mir, sieht man ihn natürlich nicht auf den Videos, aber heute habe ich ihn. Ja, und der schläft jetzt da. Und wir machen jetzt zusammen einen Tag, und zwar einen Tag, der jetzt nicht gerade aktuell ist oder irgendwie, sondern ich habe einfach Lust heute gehabt, mich mit euch hier hinzusetzen und einfach so ein paar Fragen abzuarbeiten. Und zwar habe ich auch diese Nacht wieder nicht geschlafen und ich schlafe ja im Moment also gar nicht mehr irgendwie. Und ja, um halt die Zeit in der Nacht irgendwie so ein bisschen zu überbrücken, habe ich eine... ja, einen kleinen Faible für Elle entwickelt, für All That Glitters 21. Ne? Und ich habe wahnsinnig viele alte Videos von ihr geschaut, die ich wahnsinnig gerne gucke, weil die Kamera ist irgendwie noch so schlecht und sie ist so unprofessionell. Und ich weiß nicht, das finde ich irgendwie total toll und mag diese Videos sehr gerne. Und ich habe dann einen 20-Fragen-Tag gefunden, ne? Und habe mir jetzt die Fragen so ein bisschen noch durchgelesen und habe ihn mir ausgedruckt und habe mir gedacht, dass wir das jetzt einfach zusammen machen. Und wenn jemand Lust darauf hat, den Tag irgendwie noch mitzumachen, ich werde euch die Fragen in die Infobox packen. Und wenn ihr da irgendwie Lust habt oder so mitzumachen, so wie ich, weil ihr nicht wisst, was ihr sonst machen sollt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen über eine Videoantwort. Genau, also die Fragen sind zwar auf Englisch, aber ich versuche es einfach so gut wie möglich. Also, Dinge, mit denen du niemals aus dem Haus gehen würdest. Und da muss ich, glaube ich, an allererster Stelle mein Handy sagen, mein iPhone. Ich habe das 4S und habe es ja jetzt seit ungefähr einem Jahr jetzt und ich liebe es wirklich sehr. Also ich habe es sehr in mein Herz geschlossen. Es ist ein richtig tolles Ding und ich hatte vorher kein Handy mit Internetempfang. Deswegen bin ich natürlich sehr begeistert, dass ich jetzt... ja, Internet to go habe sozusagen und kann natürlich jetzt immer unterwegs auch mit euch twittern oder so. Ich twitter ja unglaublich gerne, also wirklich richtig, richtig gerne. Und wenn ihr da Lust habt, mir zu folgen, ich werde euch das in die Infobox packen, da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr möchtet. Genau, also das ist so, glaube ich, so, wenn ich mir ein Ding aussuchen sollte, mit dem ich nicht aus dem, ohne dem ich nicht aus dem Haus gehen würde, dann ist es auf jeden Fall mein Handy. Dann, zweite Frage. Favorite Brand of Make-up? Und ich glaube, dass fast alle wissen, was ich jetzt sagen werde. MAC. Natürlich. Es sind einige immer total wütend auf mich, dass ich immer nur von MAC rede. Es hat allerdings einen Grund. Einige von euch wissen das schon. Und ja, also ich habe einfach das für mich entdeckt und bin einfach sehr zufrieden damit und weiß, dass es auch bei vielen anderen funktioniert, die einfach völlig unabhängig sind. Und deswegen bin ich einfach von dieser Marke sehr überzeugt. Ich finde es toll, dass einfach für jeden Hauttyp oder für jede Hautfarbe einfach Foundation und Concealer gefunden werden kann. Das ist etwas, was ich ganz toll bei MAC finde. Und die Qualität stimmt einfach. Also ich liebe ihre Blushes und ich liebe die Lidschatten und ich liebe einfach, ja, vor allem natürlich die Gesichtsprodukte, also die Foundations oder die Puders oder so. Ich habe euch mal ein MAC Starter Kit Video zusammengestellt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in die Infobox klicken, da könnt ihr euch das anschauen. Da habe ich so ein bisschen meine Lieblingsprodukte euch gezeigt. Und genau, also das ist so das Beste eigentlich. Dann Lieblingsblumen. Also ich bin eigentlich nicht so ein Blumenmädchen, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das bestimmt später kommen wird, wenn ich ja, Familie oder so habe, dann wird bestimmt das, was meine Mutter mir immer weitergegeben hat, egal wie schlecht es gerade läuft, immer frische Blumen im Haus zu haben. Das hat sie wirklich kontinuierlich immer da gehabt. Wir hatten immer frische Blumen bei uns zu Hause. Und es ist aber so, dass ich jetzt niemand irgendwie, ich habe keine wirkliche richtige Lieblingsblume. Ich weiß nicht, ich habe auch noch nie Blumen geschenkt bekommen. Also das ist was ich irgendwie noch nicht das Glück hatte, dass mir jemand Blumen geschenkt hat. Ich glaube aber, dass ich mich natürlich über Rosen, glaube ich, am meisten freuen würde. Allein auch eine einzige Rose macht einfach schon unglaublich was her. Und ich glaube, da muss ich Rose sagen. Ja. Dann, Favorite Clothing Store. Also, was gehe ich am liebsten? Natürlich shoppen. Ich gehe am allerliebsten zu Zara. Ich muss allerdings sagen, dass in letzter Zeit sie ziemlich teuer geworden sind und ich ja versuche so ein bisschen zu sparen und ich deswegen, ja,
nicht mehr so viel dort kaufen kann. Ich finde gerade im Moment, dass H&M ganz, ganz tolle Sachen hat. Aber so mein absoluter Lieblingsklamottenladen ist und bleibt einfach Zara. Wenn ich dort drin bin, bin ich einfach glücklich. Und es gibt wirklich Momente, in denen ich wütend oder traurig bin und ich fahre dann in die Stadt rein und dann gehe ich zu Zara. Einfach nur, um dort zu sein. Und ich würde manchmal gerne so einen Picknickkorb mitnehmen und würde mich dann da hinsetzen in die Eingangshalle und würde dann dort sitzen und picknicken und mich einfach glücklich fühlen, weil ich dann dort einfach drin bin. Und viele fragen immer, welcher mein Lieblings-Zara ist. Also ich liebe den Zara in der Theatinerstraße, der große, das ist eigentlich so mein Lieblings-Zara. Und ich würde mich einfach gerne in diesen Eingang setzen mit einer Decke und mit, ja, das wäre schon toll. Jetzt bewegt sich mein Hund. Und jetzt ist er, glaube ich, wütend, weil ich ihm das Kissen dort wegge. Dann Lieblingsparfum. Mein Lieblingsparfum ist selbstverständlich von Lady Gaga Fame. Das ist einfach so ein Parfum, mit dem ich wahnsinnig viel verbinde, auch sehr, sehr viel verbinde, was ich in Berlin erlebt habe und was ich in Köln erlebt habe. Und nein, eigentlich gerade, was ich in Berlin also erlebt habe. Also Berlin war schon hammermäßig. Ja, also das ist, glaube ich, immer, wenn ich das rieche, dann muss ich erstens immer an Leon denken, ganz witzig. Und ich muss einfach ja, an Berlin denken, weil das einfach so für mich... Und dann bin ich glücklich. Also deswegen, ja... Dann, sechste Frage, Heels or Flats? Also gerade im Moment trage ich wahnsinnig viel hohe Schuhe, ganz komisch. Ich bin momentan so ein bisschen ja, an Sachen machen, die ich eigentlich sonst nie mache. Und dafür brauche ich hohe Schuhe. Also wenn man abends weggeht, dann ist natürlich irgendwie das Gefühl, mit hohen Schuhen unterwegs zu sein, irgendwie ein bisschen besser. Ansonsten muss ich sagen, allgemein bin ich eigentlich wirklich ein... Ich bin ein Ballerina-Kind, also ich würde auch Ballerinas im Winter anziehen, wenn ich könnte. Und deswegen... Eigentlich Flats, ja. Die siebte Frage ist so auf die Schule noch bezogen, ob ich gute Noten hatte. Also ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, kein guter Schüler. Mir war das immer nicht so wichtig, wie irgendwie zu wissen, wer mit wem jetzt wo gerade ist und so. Also ich bin einfach, ich bin eine riesengroße Klatschtante. Das tut mir auch im Nachhinein manchmal wirklich leid, meinen Noten gegenüber, weil ich doch einfach immer völlig auf dem Laufenden war, aber nicht im Laufenden, was jetzt im Unterricht passiert ist. Und ja, also ich war nicht gerade gut in der Schule, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, macht euren Abschluss einfach fertig und zieht das einfach durch. Und das habe ich auch getan und bin sehr froh darüber. Dann Lieblingsfarbe. Zum Anziehen wisst ihr, dass ich wahnsinnig gerne schwarz trage. Also ich liebe schwarz, ich trage ja fast nur schwarz. Genau, also das ist so meine Lieblingsanziehfarbe. Ansonsten bin ich eigentlich so ein richtiges Mädchen. Die Leute, die meine alten Videos immer noch gesehen haben oder meine einfach Ich-Videos kennen ja diesen Rosenhintergrund, den ich habe. Und das sind so eigentlich so meine Lieblingsfarben. So dieses, ja, so Flieder und Rosa und alles so irgendwie so schön. Ja, also so die ganze Palette von Lachs über alte Rosa. Alte Rosa finde ich einfach wunderschön. Und ich schaue mir diese Farben einfach gerne an. Ja. Dann, neunte Frage. Trinkst du Energy Drinks? Gerade die, die meine Monatsfavoriten gesehen haben, wissen, dass ich sehr, sehr viel davon trinke. Ich bin eigentlich nicht so ein Verfechter davon. Ich finde es wahnsinnig ungesund und finde es ganz, ganz schrecklich, dass ich das im Moment so viel trinke. Fast seit drei. Neunte Frage. Ob man Pommes frites mit Gabel isst? Nein. Ich esse ja auch im Restaurant meine Pommes frites mit dem Finger natürlich. Kein Mensch isst seine Pommes mit der Gabel. Also, nein. Was ist deine Lieblingsfeuchtigkeitscreme? Also meine Lieblingsfeuchtigkeitscreme, also ich habe ja umgestellt auf Bioderma und habe diese Rich Cream für mich entdeckt und die mag ich eigentlich am allerliebsten. Möchtest du später im Leben mal heiraten? Ja, also ich weiß nicht, also diese ganze Heiratsgeschichte, ich glaube in unserem Alter, ich weiß nicht, in unserer Generation ist das einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie aufgebraucht. Ich würde jetzt auch nicht so unglaublich viel Wert darauf legen. Was ich wahrscheinlich gerne machen würde, wäre ein weißes Kleid anziehen. Also ich glaube, da wäre ich sehr gut darin, ein weißes Kleid anzuziehen und hübsch auszuschauen und irgendwie da Feten zu organisieren und dann da feiern zu gehen mit meinen Freunden und irgendwie mit der Familie dann irgendwie die Hochzeit zu feiern. Aber ja, es ist jetzt nicht etwas, auf was ich unbedingt planiere muss. Also solange nicht der Richtige da ist, kann ich ihn nicht heiraten. Also von daher, da mache ich mir noch keinen Stress. Dann wirst du schnell böse. Und da habe ich wirklich lachen müssen über die Frage, weil ich an mein früheres Ich denken musste. Ich war einmal ein... Das war jetzt eine Ausdrucks...
Ich war einst einmal ein sehr böser Mensch, also ein sehr schnell böser Mensch. Also ich bin schnell böse geworden oder sauer geworden oder zickig geworden. Das habe ich mittlerweile allerdings abgelegt, weil es bringt einen nichts. Und ich muss sagen, seitdem ich mir irgendwie denke, Alina, chill dein Leben, ist es irgendwie viel einfacher und man regt sich einfach nicht mehr so über Sachen auf. Also das mache ich schon lange nicht mehr. Ich habe mich früher über, ich bin so schnell auf 180 gewesen und bin irgendwie, weiß ich nicht, und das habe ich alles irgendwie, also ich bin kein Mensch, der gerne Stress macht und ich bin auch kein Mensch, der gerne Stress mit irgendjemandem hat. Und deswegen alles gechillt bitte und kein Stress. Also da bin ich ganz, 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 ganz empfindlich. Deswegen, man soll sich also bloß keinen Stress machen. Das Einzige, wo ich wirklich wütend werde, ich bin ein wahnsinnig wütender Autofahrer. Das tut mir manchmal auch wirklich leid. Also ich bin ein wahnsinnig aggressiver Autofahrer. Wenn man nicht schnell genug vor mir herfährt, ich überhole alles und jeden, das dürfte ich hier eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin wirklich ein schlechter Autofahrer. Also in Bezug auf die Freundlichkeit anderer Mitfahrer. Also wenn ihr mal in einer 30er-Zone mit 60 überholt werdet, dann bin ich es. Und auch noch hupend mit so einer Hand dann aus dem Fenster raus, das bin ich. Es tut mir auch wahnsinnig, ich will auch das gar nicht. Also manchmal denke ich mir, Alina, reiß dich ein bisschen mehr zusammen, aber ich bin einfach ein wahnsinnig wütender Auto. Das habe ich gleich für meine Mutter. Ja, Mama, du bist schuld. Dann, are you into ghost hunting, ist die Frage. Allerdings finde ich die Frage irgendwie total bescheuert. Also ich glaube an Geister, sagen wir mal so vorab, aber ich würde jetzt nicht auf die Suche nach irgendjemandem gehen. Nein. Also, nein. 17. Frage. Hast du irgendwelche Phobien? Also ich bin wahnsinnig empfindlich, wenn sich Menschen, ich kann es gar nicht aussprechen, am Bauch kratzen. Also da hebt es, wenn ich nur dran denke, wie kein Mensch kratzt sich am Bauch. Wirklich nicht. Das ist so widerlich. Wenn mir jemand in der U-Bahn gegenüber sitzt und er nimmt seinen Finger und... Das ist so ekelhaft. Wer macht denn sowas? Bitte kratzt euch nicht am Bauch, wenn ihr in meiner Gegenwart seid. Und scheiße, würde ich am liebsten brechen. Das ist so ekelhaft. Also ich glaube, das ist so die einzige Phobie, die ich habe. Ich mag zwar auch kleine Krabbeltierchen nicht, aber da würde ich mich jetzt nicht so anstellen. Aber ich fange echt das Kotzen an, wenn sich jemand vor mir am Bauch kratzt. Oder also eigentlich alles so ab hier an, wenn sich auch jemand dort kratzen würde, dann mich hebt es da einfach wirklich. Und das ist so das Schlimmste, was ich sehen könnte, was ein Mensch mit sich macht. Boah. Jetzt muss ich mich beruhigen, ist mir schlecht jetzt. Ob ich schon mal Nägel gekaut habe? Nicht wirklich. Also, ich war jetzt, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich nervös geworden bin, dann vielleicht, ja, früher mal. Allerdings habe ich da noch keinen Nagellack getragen und seitdem ich Nagellack trage, mache ich das eigentlich überhaupt nicht mehr, weil man möchte ja nicht an den Nagellack rumkrabbeln. Also das ist so eigentlich so der beste Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ich Nägel lackiert habe, tue ich keine Nägel beißen, weil warum sollte ich auch? Dann letzte Frage, also 20. und letzte Frage. Do you drink coffee? Yes, of course. Ich trinke viel Kaffee. Natürlich immer nur bei Starbucks. Ihr wisst, ich liebe Starbucks und bin dort einfach wahnsinnig gerne. Und ich trinke sehr viel. Also wenn ihr, viele fragen mich immer, weil ich immer meinen Becher fotografieren muss, weil ich gehe ja immer dorthin, wenn sie nach einem Namen fragen, dann sage ich immer Mia und tue ihn fotografieren für meine Instagram-Leute, weil ich das einfach gerne mache irgendwie. Ich weiß auch nicht, das habe ich einmal gemacht und seitdem mache ich das, dass ich immer, wenn ich meinen Kaffee bestelle, ich heiße ja nicht Mia, aber ich tue das immer, weiß ich nicht, das ist so ein kleiner Spin von mir. Und genau, da fragen dann immer, was ich drin habe. Also ich trinke schwarzen Filterkaffee. Also, das waren jetzt die 20 Fragen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich hoffe auch, dass das Licht hier ging. Also ich habe mir gedacht, probieren wir das mal woanders. Und ich hatte auch eigentlich gehofft, dass sich mein Hund so cool in den Hintergrund legen würde. So wie bei den allen amerikanischen Tiere. Haustiere bleiben einfach im Hintergrund liegen. Wie machen die das? Mein Hund nicht. Er liegt da und schnarcht und er hat die Zunge draußen hängen. Ja, das ist mein Hund. Naja. Trotzdem wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann!